Es gibt Momente, in denen wird alles zu viel. Job, Familie, Zukunft. Keine Ahnung, wo du stehst mit all deinen Gefühlen und all deinen Fragen mitten im Chaos der Welt. Doch es gibt einen anderen Weg. Einen Weg, der dich befreit, der dich stärkt und aufrichtet. Der dir zeigt, was und wer du wirklich bist. Wo du authentisch sein kannst, selbstbestimmt lebst und deine wahre Kraft dich trägt. Folge deinem Weg und finde Klarheit. Was ist Klarheit? Ist es feste Entschlossenheit? Die Faust, die auf den Tisch schlägt und einen Punkt macht? Die Stimme, die das letzte Wort hat und die Situation und andere beherrschen will? Ja, diese Form der Klarheit ist eine Form, die uns gerade in Zeiten der Krise verstärkt begegnet. Da tauchen plötzlich Menschen auf, die sagen, wo es lang geht und allen ihre Marschrichtung aufzwängen wollen. Doch das ist keine Klarheit, das ist Härte. Und Härte ist nicht das, was wir brauchen und suchen. Denn Härte ist immer angstgetrieben, starr und daher sehr verwundbar. Und trotz aller scheinbarer Dominanz sehr fremd bestimmt. Die Klarheit, die wir suchen, ist eine Klarheit, die öffnet und nicht verschließt, die möglich macht, nicht unterbindet, die wachsen lässt, nicht unterdrückt. Wahre Klarheit ist harmonische Ordnung und lebendige Struktur, die Raum zur gesunden Entwicklung lässt. Sie ist liebevoll, richtungsweisend und konzentriert. Ist präsent im Moment. Und vorausschauend. Sie macht uns frei und fähig, unser Leben und unser Umfeld schöpferisch zu gestalten. Ja, ist es nicht das, was wir alle suchen und brauchen? Gerade in solchen Zeiten wie jetzt ist es gerade wichtig, seine eigene Klarheit zu finden. Und genau das ist das, was mich selbst so sehr inspiriert hat, tiefer in das neue Buch von Monika Schmiedere einzutauchen, finde Klarheit und meinen Weg zu finden, zu suchen, wo ich gerade stehe, zu erkennen, wo ich gerade stehe und ähm, mich mit mir selbst, mit meinem Leben, mit meinem Wirken auseinanderzusetzen und ein bisschen mehr Klarheit zu finden. Monika hat es so schön und tiefsinnig ausgearbeitet, dass es wirklich anregt, dabei zu bleiben und weiterzulesen. Gerade deshalb bedeutet es mir heute sehr viel, dass ich sagen darf, herzlich willkommen zur Buchpräsentation von Finde Klarheit, dem neuen Ratgeber von Monika Schmiederer. Es ist ein Buch mit viel Tiefe in einer oberflächlichen Welt, ein Buch mit Stärke und Substanz, das wirklich bewegen kann. Es lädt uns nicht nur zum Lesen ein, sondern holt uns auch auf einen Erkenntnisweg mit vielen Aha-Momenten und führt uns in seinen sieben Regeln für ein selbstbestimmtes und authentisches Leben Schritt für Schritt auf eine neue Ebene, zu einer neuen Perspektive und in eine neue innere Haltung in unserem Leben. Und das ist so wichtig, denn wie Monika Schmiederer sagt, in chaotischen Zeiten ist nichts kostbarer als unsere eigene Klarheit. Schön, dass wir heute persönlich mit unserer Autorin sprechen dürfen. Hallo Monika, ich Hallo. freue mich sehr, dass wir heute und jetzt da sind und äh, deinen zweiten Ratgeber präsentieren zu dürfen. Und ich freue mich gleich, dir meine erste Frage zu stellen, was mir auf der Seele brennt, was dich dazu inspiriert hat, solch ein Buch und nicht nur, es ist ja nicht nur ein Buch, sondern es ist viel mehr, dieses Stück, dieses Werk zu schreiben und, und uns zu geben. Auf vielen, vielen Dank, liebe Daria, für diese äh, Ankündigung und auch für, deine, für deinen persönlichen Eindruck von Finde Klarheit. Und als wir die letzten Tage im Gespräch waren und äh, ich wirklich auch raushören konnte, ähm, dass das Buch etwas mit dir gemacht hat, dass du so dabei geblieben bist, dass du diese Tiefe wirklich auch äh, gespürt hast, die dieses Buch geben möchte. Äh, das freut mich ganz besonders und es ist ein Buch, das mir, für, für mich selber, eine irrsinnige Bedeutung hat. Und ich arbeite seit vielen Jahren eigentlich an diesem Buch und ganz konkret seit vier Jahren mhm. und habe in diesem Buch äh, alles einfließen lassen, was so meinen eigenen Heilungsweg der letzten 15 Jahre überhaupt möglich gemacht hat. Viele Erkenntnisse, die da waren und die ich wirklich als ganz entscheidend jetzt auf meinem eigenen Weg erlebt und empfunden habe. Und das... Mhm habe ich mit den besten Wünschen und Absichten in finde Klarheit äh, auf den, versucht auf den Punkt zu bringen und wirklich in die Essenz zu bringen in einer Form, die nicht nur irgendwo im Verstand etwas aktiviert, sondern in einer Form, die wirklich in die eigene Tiefe geht und wirklich uns vielleicht auch ermöglichen kann, das Verstandene auch zu verkörpern und dann auch in einer ganz äh, wirkungsvollen Art und Weise, zu leben und das wäre so ja der Wunsch hinter dem zweiten Ratgeber finde Klarheit mhm. und das ist das was ich auch so ähm, interessant und spannend finde dass äh, es ist nicht ein gewöhnlicher Ratgeber finde ich sondern ein ganz besonderer mit viel Tiefgang und zwar dadurch dass du ähm, du hast gerade gesagt verkörpern ähm, ich als Schauspielerin für mich ist das ja auch sehr wichtig ähm, dass man es in den Körper bekommt, so sagt man bei uns. Mhm. Vielleicht ähm, möchtest du uns dazu das vielleicht ein bisschen erklären oder schildern, ähm, wie wichtig das ist oder wie du darauf gekommen bist. Es ist wie gesagt nicht nur ein, ein Buch, sondern du hast ja auch Audiodateien, Meditationen, Übungen, Journaling, fließt darin ein und ähm, vielleicht möchtest du uns erklären, ähm, wie wichtig das dafür ist, Klarheit mhm. zu finden. Die die Reise, die, der Weg der Klarheit, wie es im Buch heißt, ist ein Weg, der über verschiedene Schritte und verschiedene Ebenen in diese neue Form der inneren Klarheit führen kann. Und das Buch ist mit seinen sieben Regeln für ein selbstbestimmtes und authentisches Leben auch aufgebaut, wie so eine Reise. Das heißt, Regel für Regel, Schritt für Schritt gibt es Impulse. Übungen und Anleitungen, die auf einer neuen Ebene wieder zu Erkenntnissen führen können, zu Aha-Momenten führen können und entsprechend auch uns die Möglichkeit geben, mitzuwachsen und ein Stück weit auch in uns selbst natürlich aufzuräumen, Weite zu schaffen, Raum zu schaffen für mhm. Entwicklung, Altes hinter uns zu lassen, Neues willkommen zu heißen. Und das ist natürlich ein Prozess und das ist mir ganz wichtig, denn in der modernen Ratgeberszene oder Lebens-Self-Help-Szene... Wird sehr viel verkauft, wie wir es kennen, von ja in drei Wochen zum neuen Leben und in sechs Wochen zum äh, Wohlstand und, und alles Mögliche. Und wir wissen, ja, wir wissen tief in uns, dass das nicht wahr ist. Und wir wissen, dass das nicht funktionieren wird. Und trotzdem kaufen wir es gerne, ja, klar. weil wir hätten es ja gerne einfach und wir hätten es ja gerne leicht. Und meine Botschaft in Finde Klarheit ist eine Botschaft, die wirklich diese neue Ehrlichkeit fordert uns selbst gegenüber und auch diese neue Ehrlichkeit in der Welt. Denn ich glaube, wir haben genug äh, Unehrlichkeit, genug Fake, genug äh, so tun als ob in unserem Feld, in unserem digitalen Alltag, dass wir in diesem Buch wirklich Abstand nehmen können von leeren Versprechen, von falschen Illusionen, von fremdbestimmten Zielen und dafür runterkommen, hineinkommen in unsere eigene Substanz. Und dazu brauchen wir diese neue Ehrlichkeit und brauchen auch die Bereitschaft, Regel für Regel, Schritt für Schritt, Stufe für Stufe, uns einzulassen auf das, was da ist. Und finde Klarheit, das Buch und all die Worte darin, die geben ja nur einen Schlüssel nach dem anderen in die Hand und welchen ich tatsächlich nutze und mit welchem ich dann in meinem eigenen Leben welche Tür öffne, das ist ganz individuell und das kann ich als Autorin ja auch in keinster Form äh, beeinflussen sozusagen. Mhm. Ich kann nur das Schlüsselset, das ich zur Verfügung stellen kann, reichen mhm. und dann obliegt es jedem, welche Räume er in sich damit betreten kann und das ist eine Reise, die, ja, die ein bisschen weiter geht, als wir das jetzt vielleicht manchmal gewohnt sind in unserer modernen, oberflächlichen Welt, aber eine Reise, die, die sich hundertprozentig lohnt zu gehen, wenn nicht, dass es die Reise zu uns selbst und zu unserer eigenen Ehrlichkeit die einzige Reise ist, die es überhaupt zu machen gilt hier in diesem Leben. Mhm. An die sich viele von uns auch nicht herantrauen oder gar nicht wissen. Deswegen finde ich gerade so einen Ratgeber so schön. Und wenn du sagst Schritt für Schritt, ähm, finde ich es auch spannend zu wissen, weil du gehst ja auch Schritt für Schritt. Es ist ein zweiter Ratgeber. Vielleicht möchtest du uns darüber erzählen, ähm, wie diese zwei Ratgeber zusammenhängen oder wie du vom einen zum anderen der nächste Schritt. Du hast ja vorbereitet mit Switch Off auch ein sehr großer Erfolg. Und ja. Ja, Switch Off und hol dir dein Leben zurück ist ja ein Digital Detox Ratgeber, mhm. für, mit dem wir wieder zurück in unsere eigene digitale Balance finden können und auch wieder lernen, äh, uns im digitalen Raum abzugrenzen, herauszufinden, was tut mir dort gut, wo schade ich mir und meinem Selbstwert, wo entstehen vielleicht sogar schon so Sucht- und Abhängigkeitstendenzen und so weiter. Und da sich zwei Wochen, es gibt ein zwei Wochen- Programm im Buch, sich zwei Wochen rauszunehmen in der Freizeit, man kann ganz normal weiterarbeiten und diese neue Balance wiederzufinden. Denn wir haben momentan, ähm, vor der Pandemie hatten wir 37, im Schnitt 37 Stunden privaten Medienkonsum in der Woche mhm. äh, als Durchschnittseuropäer und in der Pandemie ist diese Zahl noch um ein bis zwei Stunden täglich gestiegen. Mhm. Und es ist natürlich. Eine Welt, in der wir uns bewegen wollen und auch sollen. Es gehört zu unserem modernen Leben dazu. Aber eine Welt, in der wir unbedingt unsere eigenen Grenzen setzen müssen, weil dieser virtuelle Raum an sich grenzenlos ist und wir uns darin völlig verlieren können. Mhm. Und dementsprechend ist Switch Off und auch die digitale Balance zu finden quasi in, in meinen Augen eine der absoluten Nummer 1 Grundlagen für den modernen Lebenserfolg überhaupt denn wie sollen wir da ja wie sollen wir jemals in unserem Leben tatsächlich etwas erfüllendes erreichen tatsächlich äh, an die Substanz der Dinge gehen uns tatsächlich glücklich fühlen entfalten können wenn wir quasi 40 Stunden in unserer Freizeit zu unserem normalen Job dazu mhm. vor irgendeinem Bildschirm hängen es ist klar, dass das nicht funktionieren kann. Es ist klar, dass uns das auslaugt. Es ist klar, dass wir dabei Kraft und Energie verlieren, die wir eigentlich woanders brauchen würden, dringend brauchen würden. Mhm. Und es ist natürlich auch ein Feld, in dem wir irrsinnig viel Klarheit verlieren, irrsinnig viel Verwirrung holen. Denn Klarheit ist ja nicht das Gegenteil von Verwirrung, mhm. sondern die Abwesenheit von Verwirrung. Mhm. Wenn ich klar bin... Bin ich nicht mehr damit beschäftigt, mich gegen Zweifel zu wehren oder gegen, gegen Ängste abzuschotten, sondern wenn ich klar bin, habe ich in mir und um mich herum eine, ein Feld geschaffen, eine Haltung geschaffen, die ganz vieles gar nicht mehr so nah an mich heranlässt, mhm. die vieles für mich bereits abpuffert oder verwandelt. Ja? Und. Dann ist quasi die Klarheit eine, eine, eine Konsequenz, eine Weiterentwicklung. Es ist aber natürlich nicht so, dass man das erste Buch gelesen haben muss, um hm. das zweite lesen zu können. Absolut ja. nicht. Aber ja, es ist natürlich schön und natürlich auch meine Herzenseinladung an alle, äh, beide Bücher zu lesen, selbstverständlich. Ähm, aber man kann auch bei Finde Klarheit starten. Man kann bei Switcher starten. Das ist ganz, ganz da, wo man das Gefühl hat, dass gerade, ähm, die Schmerzpunkte auch liegen oder wo man sich mehr hingezogen fühlt, genau. Mhm. Und es ist sehr schön, dass du eben mit deinen, äh, deinem Ratgeber begleitend deine Audiodateien und die Übungen, hast du da vielleicht Tipps oder Tricks dazu, dass man ähm, dabei bleibt oder sollte man es in einer gewissen Zeit machen? Oder wie sind da deine ähm, Tipps oder Erfahrungen, die du uns gerne mitgeben möchtest? Also es ist, äh, ich hatte erst äh, gestern ein Interview mit einer wunderbaren äh, Dame von einem schönen Magazin und sie fragte mich dann, ja, aber das Buch fordert mich ja schon auf, wirklich mitzumachen mhm. und nicht nur so drüber zu lesen als gute Nachtlektüre. Und ja, das, das ist natürlich so, wenn wir zu unserer eigenen Klarheit kommen wollen, äh, dann ist es ja wie nach Diamanten zu schürfen, ja. Und Diamanten entstehen erstens nicht. Äh, irgendwo bei Latte Macchiato, sondern Diamanten <laughs> entstehen im Erdinneren unter Druck und Hitze und ja, da passiert etwas. Yes. Und wenn wir diese Diamanten suchen, äh, dann brauchen wir dafür Aufmerksamkeit, Refokus von Außenorientierung, ganz, ganz wichtig, zurück zu uns selber. Also wir, 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 wir verändern die Perspektive und suchen Antworten, Lösungen, Wege und... Klarheit in uns, nicht außerhalb von uns. Mhm. Und ähm, dazu helfen die Audiodateien, Audio um sich äh, noch tiefer einzulassen. Also, das sind geführte Audiodateien mit mhm. aufsteigenden Affirmationen, mit geführten Meditationen, mit geführten Flow Writings, also die Journalings, wo man, wo man wirklich an die eigene innere Stimme andocken kann. Mhm. Und diese Übungen, die da geboten werden, die dürfen sehr gerne mal einen Fernsehabend ersetzen, die dürfen sehr gerne mal einen Instagram-Abend ersetzen, weil wenn, da spielen auch die beiden Bücher wieder zusammen, wenn wir es schaffen, vier Stunden am Tag im Schnitt in Social Media zu verbringen, können wir es uns auch zutrauen, dass wir es schaffen, einen Tag oder eine Stunde am Tag der eigenen Klarheit zu widmen, der eigenen inneren Sicherheit, dem eigenen inneren Fundament. Das mhm. wir brauchen, um in dieser stürmischen Welt, und es ist kein Ende der, des Sturmes abzusehen, dieses Fundament zu bauen, dieses mhm. Fundament zu festigen und dann eine Haltung für uns zu finden und zu entwickeln und zu kultivieren und zu stärken und zu nähern, die uns hilft, als starke Person, als ehrliche, aufrechte und gleichzeitig liebevolle Person, unser Leben zu gestalten und damit nicht nur uns selber einen Gefallen zu tun, sondern unserem kompletten Umfeld. Ja. Ähm, liebevoll, das ist ein gutes Stichwort. Wir dürften ein bisschen liebevoller alle mit uns selber sein. Ne? Und auch so liebevoll schreibst du dieses Buch, dass man sich ähm, eben auch fallen lassen darf und sich. Selbst zuhören und selbst sich verstehen darf, dass man sich die Zeit nimmt. Es sind sieben Regeln. Ähm, darf ich dich fragen, ähm, wieso gerade sieben Regeln? Hat das einen Grund? Ist es eine magische Zahl? Oder? Also, es ist eine meiner Lieblingszahlen, ja. Und mhm. um die sieben, um die sieben äh, gibt es natürlich auch sehr viele. Äh, äh, Theorien und äh, okay. genau. Aber das ist nicht der Grund. Die sieben Regeln haben sich herauskristallisiert als ursprünglich elf mhm. <laughs> und die sieben sind stehen geblieben. Und Regel Nummer eins ist so der Einstieg, du musst nicht mehr müssen, mhm. heißt Regel Nummer eins, wo wir aus diesen Mustern des Müssens, wie ich äh, es nenne, aussteigen lernen können mhm. und auch in uns selbst herausfinden können, warum fühlt sich so vieles in meinem Leben als ein reines Müssen an. Wo bin ich in gefügiger Empathie? Wo ordne ich mich unnötigerweise unter? Wo äh, folge ich äh, dann aber vielleicht teilweise wieder einer Härte, die überhaupt nicht angebracht ist, mit der ich mich nur versuche zu schützen etc. Das ist so Regel 1. Mhm. Da fangen wir quasi in der, in der Basis an, in den Selbstwertwunden und in, in allem, was daraus in unserem Leben erwächst. Und Regel Nummer zwei: Bestelle deinen Acker. Da geht es dann darum, dass wir als moderne Menschen ja wirklich erzogen worden sind zu glauben, das Kai ist the Limit und es muss immer noch weiter gehen und höher hinauf und und Pressure und Overperformance und äh, Bestelle deinen Acker heißt okay, äh, all dieses höher weiter schneller hat so viele von uns auf den Boden gebracht innerlich im Herzen, in, 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 in der Psyche. Mhm. Und wenn wir schon an diesem Boden sind, dann könnten wir da mal Knien bleiben und diesen Acker, auf dem wir tatsächlich stehen, diese ganz konkrete Lebenswirklichkeit wieder wirklich in den Fokus zu holen und zu sagen, da gibt es was zu tun, da habe ich Verantwortungen, da habe ich äh, Ziele, die wirklich meine eigenen sind, da habe ich äh, Bedürfnisse, die nicht irgendwelche Illusionen sind, die ich mir aus irgendwelchen... Netflix-Sachen oder Hollywood-Inszenierungen oder, oder, Hollywood oder Social-Media-Kanälen äh, geholt habe, sondern das, was die mich eigenen. wirklich ausmacht. Ja. Genau. Und in, eben bestelle deinen Ackerruf dazu auf, diese Ebene mal wieder wirklich reinzuholen und äh, die Basis im eigenen aktiven Tun mhm. zu hinterfragen. Dann geht es weiter zu Regel Nummer drei. Äh, finde deinen ganz genau genug, wo einfach die Balance da ist. Die Balance im Privaten, die Balance im beruflichen und die Balance im persönlichen Leben und wie das ineinander greift. Und Regel Nummer vier, wage es heil zu werden, ist ein sicherlich auch brisantes Kapitel, eine brisante Regel, weil warum soll ich es überhaupt wagen müssen, heil zu werden? Wir wollen ja alle gesund, vital, fit, glücklich, strahlend sein. Warum? Gehört da Mut dazu, ja, und mhm. wo fehlt er mir vielleicht? Wo nutze ich vielleicht noch die Macht des Leidens, wie es im Buch heißt, und verstecke mich dahinter gewissen Problemen, Krisen, Krankheiten, um nicht enttäuschen zu müssen, um nicht Erwartungen zu sprengen, etc. etc. Und äh, Regel Nummer 5 baut dann auf auf diese Basis. Die ersten vier sind so quasi sehr viel Basisarbeit, sehr viel. Mhm. Ähm, wirklich Inneres schürfen und dann äh, wechselt so quasi die Energie des Buches ein bisschen. Und wir gehen in Regel Nummer 5 zu äh, Sei der Bogen und der Pfeil, mhm. wo wir dann schon wirklich mehr sprechen über das, wo will ich mit meinem Leben hin. Was ist auch äh, da? Geht es auch dann mehr ins äußerliche, äh, zukünftige und so weiter? Berufungsraum wird ein Thema. Und Regel Nummer sechs ist dann passiere das Nadelöhr. Das heißt, das hat auch jeder, der sich auf dem Pfad der Persönlichkeitsentwicklung äh, befindet, ja auch schon mal erlebt. Dann wird's weit, dann wird's besser und plötzlich Crash. Ja. Finden wir uns an einem Nadelöhr und passiere dein Nadelöhr ähm, ist wirklich so. Äh, gibt Instrumente mit, gibt Gedanken und Impulse mit, was wir denn dann tun, wenn wir wieder an einem Nadelöhr angelangt sind und wie wir es schaffen, immer wieder durchzutauchen durch diese Engstelle, weil diese Engstelle wird immer wieder kommen. Mhm. Es wird immer wieder in dieser Entwicklung, äh, die wir durchlaufen, den Punkt geben, an dem wir wieder herausgefordert werden, uns zu entscheiden, will ich weitergehen, ja oder nein, steige ich auf oder gehe ich wieder einen Schritt zurück, etc. etc. Mhm. Und letztlich Regel Nummer sieben geht den höheren Weg ist dann die Einladung, alles Gelernte, alles Verstandene wirklich in der Verkörperung dann auch zu verwirklichen und in die Wirksamkeit zu bringen. Mhm. Und das wäre dann die, die ähm, kraftvollste Form, das Buch genutzt zu haben, wenn es uns bei irgendeinem Thema, bei irgendeiner kleinen äh, Sache in unserem Alltag gelingt, das dann neu zu leben, neu umzusetzen, anders zu reagieren und wirklich etwas in Klarheit gebracht zu haben. So wie auch du dein Buch in Klarheit gebracht hast und für dich zuerst selbst, so wie du sagst. Und dann jetzt uns allen weitergibst, mit so viel Liebe, Einfühlsam Sein und mit so viel ähm, Tiefgang eben. Und wie du sagst, wir, äh, unsere Gesundheit ist uns ja alle wichtig. Wir zeigen uns ja alle von unserer besten Seite, aber im Außen. Und deswegen, wie du sagst, ist es ja ähm, auch so wichtig, dass man sich daran traut, ins Innere zu gehen. Ja? Und da hast du auch so schön deinen Slogan: We are the creators. Vielleicht ähm, würdest du dazu gerne noch etwas erzählen, wie es zu diesem Slogan kam, der so aussagekräftig ist, finde ich. Ja? Dieser, dieses Zitat, das ich so gerne verwende, heißt ja, dass wir Menschen nie vergessen dürfen, dass wir so viel mehr sind als müde Konsumenten und gestresste Follower, denn we are creators, wir sind die Schöpfer des Lebens und letztlich auch äh, der Welt. Und die Einladung von mir ist immer so: Ja, wenn wir diese Creators sind, dann leben wir doch auch so. Ja. Und das stand noch aus meinem ersten Buch uh, Switch Off mhm. und kommt jetzt aber ganz klar mit hinein, auch in finde Klarheit und in die fünf äh, we are creators Prinzipien für das Leben in der modernen Welt, denn mhm. wir werden auch ein bisschen dazu erzogen und natürlich auch von, von vielerlei Einflüssen auch dazu angehalten, uns immer kleiner zu machen und kleiner zu fühlen, als wir tatsächlich sind. Und diese schöpferische Gestaltungskraft, wie wir es auch am Anfang schon hatten, äh, zu überspielen, uns die nicht zuzutrauen, uns die nicht einzugestehen. Und gerade wenn in der Welt so viel Chaos ist, so viel Verunsicherung und so viel Spaltung, mhm. äh, dann bringt uns das in eine Schwächesposition, position mhm. aus der heraus wir dann äh, leiden. Und durch dieses innere Leiden und durch das Verharren auch in dieser Spaltung, in diesem Leiden, mhm. kreieren wir mehr Spaltung und mehr Leiden. Und da ist es einfach die, ähm, die Herausforderung für alle von uns auf einer täglichen Basis mhm. aus diesem absteigenden Gefühlsfeld. Der Spaltung und der Sorge, der Angst, der Irritation, der Ohnmacht äh, bis hin zu der Depression, die dann die quasi finale Erstarrung ist, also das, die Abwesenheit von Lebenskraft und Vitalität, mhm. zu schaffen, diese Spirale umzudrehen und auf, in die aufsteigende Gefühlsebene zu gehen und in die Sicherheit zu kommen, in die Freude zu kommen, ins Mitgefühl zu kommen, in die Inspiration zu kommen. Und das ist eine Aufgabe, die sich uns allen stellt, weil wir natürlich sehr vielen A Einflüssen ausgesetzt sind, die dieses Creatortum, diese schöpferische Kraft und auch diese positiven Emotionen in uns äh, sabotieren. Mhm. Ähm da komme ich darauf, dass du ähm, eben auch darüber schreibst, dass man, oder auch jetzt gerade gesagt hast, dass wir uns Raum schaffen dürfen und Mut auch ähm, zu einer gewissen Lücke, darf ich das so sagen, ähm, dass wir uns nicht den ganzen Tag mit... Ähm, tausend Dingen beschäftigen, sondern auch einmal einen, einen Zeitraum schaffen, wo wir äh, in Ruhe sind mit uns selbst. Und ich finde auch so schön durch deine äh, Meditationen, ähm, dass, man, äh, dass du auch gleich selbst die Möglichkeit schaffst, das mit dir zu machen. Ähm, aber vielleicht möchtest du noch darüber erzählen, wie wichtig so ein Raum ist, um ein Creator zu sein. Kreativität kommt ja nur, wenn man aus etwas Leerem ähm, oder wenn man ein, etwas, einen Raum, Gibt und da schreibst du auch so schön in deinem Buch vielleicht. Das würde mich noch wahnsinnig interessieren. Also, wenn wir Inspiration suchen oder wenn wir in unserer Kraft sein wollen, wenn wir äh, wirksam sein wollen, wie auch immer, Kreativität hat ja ganz, ganz viele Gesichter. Das mhm. hat ja nichts mit Kunst zu tun oder ja, sondern wenn ich quasi in meiner eigenen Kraft sein will, in der Kraft der Klarheit, in der Kraft der, des Wirksamseins, dann ist es absolut. Notwendig dafür, in mir selbst den Raum geschaffen zu haben, weil wenn wir uns in uns selbst nicht aufhalten können, wenn wir es in uns selbst nicht gut aushalten, weil da ist es eng und hier ist eine Emotion, die ich nicht anschauen kann und hier ist ein, eine Erinnerung an etwas, das ich lieber verdrängen will und hier ist überhaupt eine unangenehme Entscheidung, die schon lange ansteht und das ist alles so in uns drinnen und wir können uns in uns selber immer weniger bewegen und fühlen uns da auch überhaupt nicht mehr wohl und müssen flüchten, müssen uns betäuben, müssen äh, uns ablenken, die Verantwortungsfluchten, die auch im Buch beschrieben werden. Ja, dann wird dieser Raum in uns, wie jede Komfortzone, die wir nicht ausdehnen, kleiner, sie schrumpft. Mhm. Das heißt, wenn wir diese Umkehr von der Außenorientierung zur Innenorientierung immer weiter verschieben, weil das ist ja jetzt auch irgendwie äh, ja mit manchen Ängsten verbunden, dann wird dieser Raum leider mit der Zeit immer kleiner werden. Mhm. Und ich werde immer enger Leben. Entsprechend, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte jetzt aufbrechen, ich möchte wachsen, ich möchte mich besser fühlen, ist immer jetzt der beste Zeitpunkt, damit anzufangen, weil die Komfortzone dann wieder wachsen kann. Und wenn ich, wie eben im Buch oder auch in den Meditationen, Affirmationen, Flowwritings, dann sage, okay, ich schaue mir das jetzt an, ich schaue dahin, ich werfe den Scheinwerfer jetzt auf diese Emotion, ich werfe den Scheinwerfer jetzt auf diese Erinnerung, auf diese Entscheidung, ich blende das nicht länger aus, sondern ich fühle das mit Klarheit, dann wird wieder Raum. Und den kann niemand anderer für uns machen. Ja, ich kann hier ich kann eine größere Wohnung ziehen, ich kann mir ein größeres Auto holen und wir haben es alle schon versucht, ja. Wir haben es alle schon versucht, uns Freiheit zu kaufen, uns Sicherheit zu kaufen, uns, äh, ja. Und es hat hat's funktioniert länger als ein paar Stunden. Kurzfristig. Ja. Genau. Ja. Und dementsprechend können wir das nicht auslagern, auch wenn es so schön wäre, es auslagern zu können, mhm. sondern wir müssen da selber reingehen und es ist aber etwas, das uns so stärkt, wenn wir, äh, wenn wir, wenn wir das tun. Es war auch für mich in meiner persönlichen Geschichte einer der absolut wichtigsten und prägendsten und heilsamsten Aspekte überhaupt zu lernen den mut zu haben hinzuschauen diese neue ehrlichkeit mir selber gegenüber und das muss nicht immer weh tun ja ja das ist alles schattenarbeit nein das ist in vielerlei hinsicht auch lustig in vielerlei hinsicht auch äh, kann man dann über sich selber lachen oder, oder kommt dann eine ganz andere form von leichtigkeit mhm. in den raum kommt eine ganz andere form von selbstliebe dann auch mhm. dazu und eine andere form von ähm, ja, gelassenheit auch anderen menschen gegenüber und dann entsteht diese Weite und in dieser Weite fühle ich mich immer wohler mit mir selbst. Ich habe, äh, kann da auch eine Geschichte erzählen. Ich war nach meiner Erkrankung 2011, bin ich dann 2013 in ein Schweigeretreat gefahren. Zehn mhm. Tage schweigen, mhm. keine Bücher, kein Schreiben, kein Lesen, keine Musik, gar nichts, schweigen. Und meine Mutter sagte dann damals zu mir, bist du dir schon sicher, dass das für dich das Richtige ist, mhm. ja? Und ich war dann, gedacht, was soll das hier, ja? warum traut sie mir das jetzt nicht zu? Mhm. Und dachte mir, nein, nein, das ist absolut das, was ich jetzt brauche, mich, ich sehne mich danach. Und ich bin dahin gefahren, es waren zehn Tage und ab Tag drei war Monika unter Wasser. Es ging mir schrecklich, ich fühlte mich unfassbar überfordert mit dieser Situation. Ich habe gelitten und gebrannt, ja? mhm. im Schweigen. Es war wirklich intensivst. Und ich bin dann zurückgekommen äh, und mein jetziger Mann hat dann gefragt, und uh, wie war's? Weil er hat mich ja auch nicht gehört, ja. Und ich dann so, es war schrecklich. Und in drei Monaten fahre ich wieder hin. <laughs> Weil ich gespürt habe: okay, da. Passiert was mit mir. Da komme ich an Stellen und Ebenen und äh, Themen, die ich sonst nicht erreichen kann. Da geht's weiter. Und das ist das, was Klarheit will. Ja, Klarheit ist nicht dieses Augen zu und durch und hinter mir die Sintflut, sondern Klarheit ist Augen auf und durch, mhm. bewusst werden, ähm, hineinwachsen, sich das zutrauen. Und dann kommt auch eine andere Energie in Wahnsinn. uns Menschen hinein. Und du ziehst mich richtig gerne mit meinem Oberkörper schon so nach vorne, weil du mich so reinziehst, wenn du davon so erzählst. Es ist einfach Wahnsinn, das, das das ist so tiefgründig und zieht rein. Ich bin vollkommen überzeugt davon, dass der Ratgeber absolut hilfreich ist. Ich würde dich wahnsinnig gerne bitten. Ich habe eine Stelle, die ich sehr inspirierend finde. Vielleicht möchtest du unseren Zusehern und Zuseherinnen eine Stelle daraus vorlesen? Darf gerne. Wunderbar. Okay. <laughs> Wie schön, sich so voll auf das Unbekannte verlassen zu können. Deine Klarheit kann dir lernen, dich wieder neu zu öffnen, deinen Blick vom Alten und Starren zu heben und neugierig zu werden auf das, was im Unbekannten auf dich wartet. Sie wird dir helfen, Vertrauen als Gegenkraft zur Angst aufzubauen, denn Angst hält uns klein und schreit, nein, 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 nein lassen wir das. Komm, wir gehen dorthin zurück, wo alles so ist, wie es schon immer war. Doch wo soll das sein? So viele Türen haben sich für immer geschlossen, so viele Vorstellungen von früher sind heute einfach nicht mehr tragfähig. Und wir wissen eigentlich längst, aus alten Gedanken erbauen wir keine neue Welt. Darum dürfen wir uns auf etwas Neues einlassen und das Unvorhersehbare als Chance sehen. Wir dürfen einen großen Schritt weitergehen und den Blick weiten, denn heute geht es um mehr als bisher. Es geht nicht mehr nur darum, sich selbst zu optimieren und damit seinen Erfolg zu pushen. Es geht nicht nur darum, ein schönes Leben zu haben und es sich leisten zu können. Es geht nicht nur darum, eine tolle Partnerschaft zu führen oder sich selbst zu verwirklichen, sondern es geht darum, der Welt hellwach, offen, bewusst und liebevoll begegnen zu können. Als ein Mensch, der immer weniger Abhängigkeiten, immer weniger Ausreden und Ausflüchte, dafür aber ganz viel Kraft und Klarheit besitzt. Denn all die falschen Sicherheiten, all die schillernden Luftschlösser, die wir uns angehäuft haben, die zerfallen wie Staub. Überall sehen wir die Trümmer, überall sehen wir Menschen, die versuchen, sich an etwas oder jemandem festzuhalten, da es keinen Halt geben kann. Darum ist es an der Zeit, sich die essentiellen Fragen zu stellen und sie in neuer Ehrlichkeit zu beantworten damit wir unserer Wahrheit näher kommen und unser Leben und damit die Zukunft selbstbestimmt in die Hände nehmen können. Denn gerade wenn etwas zerfällt, brauchen wir die Menschen, die etwas Neues erbauen, die Trägheit und Zweifel überwinden, die aus der Enge der Angst ausbrechen, offen auf das Unbekannte zugehen und sich sicher sind, dass sie es zum Besten gestalten können, im Großen wie im Kleinen, im Innen wie im Außen. Und du bist einer von ihnen. <laughs> Dabei ist es ganz egal, wo du jetzt gerade stehst, ganz unten wie ich in meinem schicksalhaften April oder ganz weit oben, wo du schon an vielen Tagen deinen ganz persönlichen Himmel auf Erden berühren kannst. Immer kannst du in deiner Klarheit wachsen und aus dir heraus wirksam werden und immer kann dieses buch dazu beitragen dass du genau das findest was du gerade jetzt brauchst um den nächsten wichtigen schritt zu gehen um die nächste stufe zu erklimmen mit jedem schritt wirst du stärker mit jedem erkennen wirst du dir selbst bewusster und mit jedem aufstehen für dich deine lieben und die themen die dein herz berühren wirst du selbstbestimmter und das bringt so viel Sinn und so viel Stabilität in dein Sein, dass sich die Frage nach Motivation, nach Glück oder nach Erfüllung nicht weiter in der alten Form für dich stellen wird. Denn dann hast du einen Zugang zu dir und deiner eigenen Kraft gefunden, der dich immer weiter hinauf auf deinen höheren Weg führt. Und ich sehe dich schon dort. Gratuliere dir und sage: Brich auf und finde Klarheit. So schön, <laughs> liebe Monika. Ich finde, allein deine Worte sind Klarheit, weil es so klar und deutlich geschrieben ist und so tief eindringt, wenn man es nur liest und Bilder entstehen. Ich finde das echt wunderbar. Vielen Dank, dass wir heute darüber sprechen dürfen ich danke dir und ähm, sehr gerne möchte ich mich auch bei allen zuseherinnen und zusehern bedanken und euch ganz herzlich einladen äh, das buch zu kaufen finde klarheit jetzt überall online und auch ähm, in jeder buchhandlung oder dem buchhändler eures vertrauens ähm, auch unter dem link der unterhalb des videos eingeblendet ist da könnt ihr es auch bestellen Genau. Und äh, ja, äh, wie ich finde, ist das Buch nicht nur ein Buch für einen selbst, sondern ein Buch, das man auch sehr gerne verschenken darf an Herzensmenschen. Herzensmenschen, die äh, vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit oder Klarheit gerade jetzt im Leben brauchen können. Und äh, ganz wichtig auch, äh, im Buch selbst findet ihr dann ähm, den Link oder den Hinweis darauf, ähm, wo ihr die Audiodateien, die Monika ganz persönlich für euch aufgenommen hat, findet. In diesem Sinne, vielen Dank für dieses Gespräch und dieses wunderbare Buch, das du uns allen zur Verfügung stellst, liebe Monika. Danke dir von Herzen. Ich danke dir, liebe Daria. Es war sehr, sehr schön mit dir. Alles Gute. Dir auch alles Gute.